Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Review über einen BenQ 32 Zoll 4K Monitor, der eigentlich gar nicht dastehen sollte. Weil vor kurzem habe ich ja noch gesagt, dass ich einen 32 Zoll LG habe und durch Full HD, aber ich bin eigentlich top zufrieden damit, passt soweit. Aber wie es halt so ist, ich meine, wer kennt es nicht? Man schaut sich halt doch Reviews an, guckt, was gibt's denn alles, man interessiert sich ja für Technik. Und schwupps, falsche Review gesehen, interessant, nächste. Und man ist infiziert und will das Teil. Und kleines Fazit vorweg, zu dem Preis, bei der Leistung, absolute Spitzenklasse. Ich erzähle euch mehr nach dem Intro drüber, bis gleich. Zu Beginn jetzt erstmal die technischen Daten. Wir haben ein 31,5 Zoll großes VA-Panel mit 4K UHD Auflösung bei 60 Hz und was Wunderbares, nämlich auch eine HDR10 Unterstützung mit drin. Die Reaktionszeit vom Panel sind 4 Millisekunden und der Kontrast beträgt 3000:1. Ja. Anschlussmäßig hat der Monitor auch einiges zu bieten, also wir haben zweimal HDMI, wir haben einmal DisplayPort und einmal einen USB-C Anschluss. Und es sind zweimal 3 Watt Lautsprecher integriert. Aber da zu den Lautsprechern, den Monitoren, sage ich immer, wer zufällig einen Mac Mini hat und den Lautsprecher aus dem Mac Mini kennt, der weiß Bescheid. Kauft euch Boxen, schließt die an euren Rechner. Oder Notebook-Besitzer haben ja da auch noch bessere Lautsprecher drin. Alles gut, aber nicht die Lautsprechermonitore benutzen. Man kann es mal machen für zwischendurch. Muss man aber nicht unbedingt. So, jetzt noch ein paar Worte zur Optik. Der Monitor ist wirklich schick. Klar, wir sprechen nachher noch über den Preis. Und zu dem Preis kann man natürlich kein gebürstetes Alu oder sonstiges erwarten. Also das Gehäuse und auch der Fuß sind aus Kunststoff. Natürlich ist der Ständer an sich, der Fuß an sich aus Metall, aber diese graue Abdeckung unten ist aus Kunststoff. Hat aber so eine gebürstete Alu-Optik und die ist wirklich gut gelungen. Die Displayränder sind nicht dick und auch nicht ultra dünn, sondern wirklich gutes Mittelmaß. Man schaut quasi, oder anders gesagt, man sieht den Monitor auf dem Tisch stehen oder wie bei mir an der Wand hängen und man hat nicht das Gefühl, es ist irgendein Billigteil, sondern wirklich, wirklich hochwertig. Also ich bin mit der Verarbeitung und mit der Optik absolut zufrieden. Der Monitor hat noch eine Besonderheit und zwar ein kleiner Sensor, der direkt mittig unter dem Monitor sitzt und das ist ein BI Plus Sensor, steht für Brightness Intelligence und wenn aktiviert, dann misst er das Umgebungslicht, Helligkeit und die Farbtemperatur und passt das Bild anhand dieser Messung an, so dass es für das menschliche Auge einfach angenehm ist und die Augen beim Arbeiten nicht so schnell ermüden. Ja, ist ganz interessant. Handynutzer kennen das vielleicht. Kann man nutzen. Ist auch wirklich gut. Ja, des Weiteren bietet er so den ganz normalen Schnickschnack wie jeder andere Monitor, aber eben nicht in einer abgespeckten Variante, sondern vollumfänglich alles da. Wir haben alleinig 4 Programme für Blaulichtreduktion. Wir haben x Programme für Bildeinstellungen, also vorgefertigte Bildprofile. Ich nutze zum Beispiel bei mir aktuell das MacBook-Profil, abgekürzt MBook, steht's im Menü. Und das dient dazu, dass wenn man ein MacBook anschließt, dass der Monitor quasi das gleiche Bild wiedergibt, wie man es von seinem MacBook gewohnt ist. Kann ich jetzt nicht beurteilen, da kein MacBook vorhanden, aber für mich ist das schönste Profil. Aber da empfindet jeder anders. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Profile und wem das nicht passt, der geht auf Standard und passt sich alles komplett selber an. Die Möglichkeiten sind alle vorhanden. Helligkeit, Kontrast, Farben, also wirklich das volle Programm ist vorhanden. Neben dem BI Plus Sensor unterstützt der Monitor ja noch HDR. Und dazu gibt es eine kleine Taste rechts unten am Monitor. Über die kann man die BI Plus Funktion und die HDR Funktion einschalten. Also mal die Möglichkeit zwischen HDR, HDR mit BI Plus oder BI Plus einzeln oder beides aus. Also diese 4 Möglichkeiten hat man und muss dazu sagen, über diese Taste wird HDR nur emuliert. Das heißt,
wenn das Betriebssystem oder das Medium, das einspielt, mag es eine Xbox sein, mag es eben jetzt wie bei mir macOS sein, ich stelle auf HDR und der Monitor erkennt, das ist jetzt ein HDR-Input, dann schaltet er automatisch auf HDR. Ja, man kann aber auch eben, wenn man kein HDR-Input hat, über diese Taste ein HDR emulieren. Das ist dann natürlich nicht ganz so schön wie ein natives HDR-Signal, aber es macht doch einiges aus. Wir werden später auch noch mal ein paar Beispiele dazu sehen. Jetzt sind wir die technischen Daten soweit durch und jetzt möchte ich euch noch das Beste erzählen. Also das Beste an dem Monitor ist, dass ihr das gesamte Paket für neu um die 400, 420 Euro bekommt. Ich habe meinen auf den Gebrauchtmarkt geschossen, original verpackt mit allem drum und dran für 330 Euro. Also auf dem Gebrauchtmarkt liegt man so zwischen 320, 380 Euro, neu bei Amazon so um die 420. Und da muss ich echt sagen, das ist ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Monitor ist nicht mehr das neueste Modell, der ist, glaube ich, jetzt bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 3 Jahre auf dem Markt, aber das Ding setzt ja keinen Schimmel an. Und der bietet wirklich alles, was es nur so gibt. Klar, für Gamer vielleicht nicht ganz so geeignet, wegen 4 Millisekunden Reaktionszeit und 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Aber meine Güte, für mich wirklich tipptopp, weil ich zock so gut wie nicht. Und wenn ich mal zock, stören mich die 60 Hertz auch nicht. Und trotzdem ein 4K 32 Zoll Monitor mit HDR10 mit so einem fantastischen Bild für das Geld ist wirklich absolute Spitze. Ich möchte jetzt gleich mal mit euch ein bisschen über die 4K Geschichte reden und ich war ja so der Typ, hinter mir steht er noch, ist ein bisschen komisch aufgebaut da, man sieht es, weil es da so ein bisschen schräg ist, der LG Monitor von mir, der steht momentan auf der Verpackung von meinem Mac Mini, weil meine Wandhalterung noch nicht da ist. Mit dem war ich eigentlich top zufrieden. Auch 32 Zoll LG Monitor, wunderbar, aber halt Full HD Auflösung. Und das hat mich bisher auch wirklich nicht gestört. Man hat zwar hin und wieder mal so ein, na, wie soll ich sagen, so ein, ja, so ein Flackern erkannt in Filmen, die man geschaut hat und wenn man im Word was geschrieben hat. Man hat halt schon an den Schriften die Kanten gesehen. Aber gut, wenn man das jahrelang gewohnt ist, man gewöhnt sich daran und alles gut. Leute, und dann packe ich das Teil aus, schließe das an und es war wie eine Erleuchtung. Ohne Witz. Die Ältere unter uns oder unter euch, die erinnern sich sicher noch dran, Umstieg von HD-Fernsehröhre auf Full HD Flatscreen LCD. Ja? Oder lass es Plasma sein damals, LCD Plasma. Da saß man davor und hat das Bild gesehen, hat gemeint, das ist doch kein Film mehr, das ist doch eine Dokumentation oder ein Theaterstück, weil das so glasklar war. Da musste, ich glaube, der Name heißt sogar der Effekt heißt sogar Theatereffekt, ich weiß nicht mehr genau, aber das war so eine Erleuchtung, das war krass. Und genau so ist, wenn ihr von Full HD auf 4K umsteigt, dann hockt ihr davor und seid einfach nur noch komplett geflasht. Aber wirklich komplett. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, HDR-Material einzuspielen, dann toppt es dieses Erlebnis nochmal bei weitem. Also das ist wirklich extrem schön anzusehen. Ich habe auch mal ein Beispiel reingemacht, weil es ist ziemlich schwierig hier jetzt mit meiner Kamera den Monitor zu filmen und zu Hause schaut ihr das an auf dem Full HD Monitor, dem auf dem von mir aus 4K, 5K, 8K ist egal, aber ohne HDR, mit HDR, es kommt nie so gut rüber. Ich habe mal 3 Versionen aufgenommen mit der Kamera, so gut wie es geht und habe sie gegenübergestellt, das seht ihr jetzt gleich eingeblendet. Da sieht man den Unterschied wirklich nicht so krass. Aber an einer Stelle bei den Kerzen, da kommen die Kerzen aus diesem Rohr raus, da sieht man zum Beispiel bei der richtigen HDR-Version einfach, dass die Flammen einfach aussehen wie Flammen. Ja, das sind
Flammen und nicht so rot überzeichnet oder mit so einer Corona außenrum irgendwie. Nein, das sieht original aus wie Flammen. Man sieht es, wenn man HDR-Material hat, das ist so krank gut auf dem Monitor. Ich meine natürlich, ich bin wie gesagt LG Full HD 32 Zoll gewohnt. Das ist für mich jetzt natürlich eine Erleuchtung, was da abläuft. Da werden viele von euch lachen. Aber an alle die wie ich noch auf Full HD sind und meinen, 4K, alles teuer und Monitor 500, 600 Euro. Nein, gibt's günstig. Der BenQ hat das alles und macht's wirklich tipptopp. Also wirklich, wirklich tipptopp. Jetzt noch eine kleine Anmerkung zu der 4K-Geschichte. Ich meine, das ist eine ganz tolle Sache. Auflösung fantastisch. Man sieht keine Artefakte mehr auf dem Monitor. Also ihr kennt es vielleicht da an der Schrift, so Kanten und Ecken und das Geflimmer, wenn in einem Film ein Gitter oder was ist alles weg, ist alles wirklich tipptopp. Aber 4K hat natürlich auch seine Schattenseiten, vor allem bei Leuten in meinem Alter oder Kontaktlinsenträger, wie ich einer bin. Und zwar, selbst auf dem 32 Zoll 4K-Monitor wird alles so winzig klein. Also die Schriften, das ist mir zu heftig. Ja, das ist für mich so nicht mehr handelbar. Das ist fantastisch, wenn man am Arbeiten ist, wie jetzt ich hier Video schneiden in Final Cut, hat man verdammt viel Platz. Man kriegt extrem viel auf dem Desktop unter. Ich kann Word anpinnen, App Store offen haben, Internetbrowser offen haben, dies und das. Passt alles wunderbar drauf. Ich spiele auch mal einen kleinen Vergleich ein, damit ihr das euch anschauen könnt. Aber es ist halt alles wirklich, ich wiederhole mich, ich weiß, aber mir ist echt wichtig zu sagen, es ist krass klein. Ich habe mich daher entschieden, die Auflösung hoch zu skalieren. Ich bin jetzt auf WQHD gelandet, damit komme ich bei dem 32 Zoll Monitor sehr gut klar. Das sind dann 2560 x 1440, alles gut. Ist noch eine 4K-Auflösung, wird einfach optisch auf WQHD hochskaliert, damit man da wieder ein bisschen die Chance hat, was zu erkennen. Ja, also ist wirklich krass. Ja, ansonsten möchte ich kurz ein Fazit noch geben. Und ich meine, ihr habt es vielleicht schon rausgehört jetzt die ganze Zeit, das Fazit ist absolut positiv. Man muss halt auch immer sehen, was steckt da für ein Preis dahinter und für das Geld, Leute, der Monitor ist absolut wert. Ich wage sogar zu behaupten, dass der auch mit höherpreisklassigen Monitoren absolut mithalten kann. Also, wer von euch da draußen noch auf Full HD ist und denkt, 4K, alles teuer, kauft euch den BenQ. Ihr macht auf jeden Fall nichts verkehrt. Ihr werdet absolut überzeugt sein von dem Bild. Die Helligkeit ist wirklich top. Also, ich regle ihn abends, wenn ich es hier dunkel im Büro habe, sogar runter, weil es mir einfach zu heftig ist. Wirklich, wirklich toll. Ich habe jetzt leider im ganzen Video vergessen zu erwähnen, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, das reinzuschneiden. Also es kriegt jetzt nur der mit, der bis zum Schluss schaut oder der sich die Specs im Internet anguckt. Er hat ein mattes Display und das ist wirklich angenehm. Ja, ich finde, spiegelnde Displays haben auch was, aber dieses matte, dieses entspiegelte, das macht's Leben doch schon viel leichter, ja, vor allem für Leute, die das Ding in einem Raum aufstellen, wo dann die Sonne reinscheidet oder wo öfter mal Licht an ist. Ich finde es besser, ich würde mir einen Monitor immer matt kaufen, wenn möglich. Ja. So viel dazu. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, euch hat das kleine Review gefallen. Ich freue mich über jeden Daumen hoch, über jeden Kommentar, vor allem auch über jedes Abo, das den kleinen Kanal vielleicht ein bisschen wachsen lässt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann.